Seit 50 Jahren wohnt Anita Wendorf, 71, in ihrer Wohnung im Berliner Stadtteil Tegel. Dass sich auf der anderen Seite der Straße die lange Mauer des Gefängnisses erstreckt, stört sie nicht. Doch seit ein paar Tagen wohnen zwei als besonders gefährlich eingestufte Verbrecher auf ihrer Seite der Mauer, im selben Haus wie Anita Wendorf, und ihre Nachbarin Annette Wallström, 62, lebt seit 30 Jahren dort. Die Männer, ein Totschläger, Mitte 50, und ein Mörder, 82, haben ihre Zimmer direkt hinter den Wohnzimmerwänden der Frauen. Gegen beide Täter wurde über ihre Haftstrafe hinaus die Sicherungsverwahrung verhängt. Um sie dennoch besser auf die Rückkehr in die Freiheit vorzubereiten, hat die rot-rot-grüne Regierung in Berlin unter Bürgermeister Michael Müller, 56, SPD, beschlossen, Sicherungsverwahrte mit günstiger Prognose außerhalb der Gefängnismauern zusammen in einem Haus für den offenen Vollzug unterzubringen, siehe Kasten unten. Zum Entsetzen von Anita Wendorf und Annette Wallström. Wendorf zu Bild am Sonntag. Ich lebe jetzt Mauer an Mauer mit einem Verbrecher. Wallström. Der andere schaut aus seinem Fenster direkt in meinen Garten. Das macht mir Angst. Ihre Männer, 73, 64, arbeiteten selbst jahrzehntelang in der JVA. Wallström. Wir wohnten immer neben dem Gefängnis. Aber jetzt haben wir Verbrecher in unserem Haus. Das ist etwas ganz anderes. Auch wenn wir getrennte Eingänge haben. Dort, wo jetzt die beiden Sicherungsverwahrten wohnen, lebten früher Angestellte des Gefängnisses. Das Haus selbst steht auf einem Gelände, das zur JVA Tegel gehört, aber außerhalb der Gefängnismauer. Es hat 3 Etagen, 390 Quadratmeter Wohnfläche, wurde für 1,5 Millionen Euro saniert. In der einen Haushälfte sollen bis zu 8 Sicherungsverwahrte wohnen, die von einem Beamten bewacht werden. Aber auf Antrag erhalten sie unbeaufsichtigten Ausgang. In der anderen Haushälfte wohnen 4 Familien. Anita Wendorf und Annette Wallström unterzeichneten mit 5000 anderen Anwohnern eine Petition gegen die Einrichtung, reichten sie Ende 2019 im Berliner Abgeordnetenhaus ein. Doch passiert ist nichts. Der Abgeordnete Stefan Schmidt, 47, CDU, zu Bild am Sonntag. Die Debatte über die Petition wurde immer wieder vertagt. Was die Nachbarn weiter verunsichert, welche Sicherungsverwahrten genau dort wann einziehen sollen, dazu will sich Berlins Justizsenator Dirk Behrendt, 49, Grüne, nicht äußern. Tell me what to do, 'cause I can't find a